liebe Ostholsteiner. Und Ostholsteinerin. Willkommen bei der vierten Folge von den Kinderreportern. Und wo sind wir heute, Jonas? Bei der Polizeiwache in Neustadt. Und warum? Was wollen wir da gleich machen? Mal den Chef interviewen. Genau. Hast du mitgekriegt, dass mit Holländers Ruhe, dass das abgebrannt ist? Ja, natürlich. Das hat man auch überall in der Stadt gesehen, den ganzen Fall. Weißt du genau, was da jetzt passiert ist? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das war keine Brandstiftung, sondern ist irgendwie passiert. Da können wir gleich mal nachfragen. Wir sind hier gerade bei der Polizei und wollen Herrn Block mal interviewen. Dann gehen wir mal rein. Ja, Herr Block, wolltest du dem? Ja. Ich guck mal, wer da ist. Die Kinderreporter von TV Ostholstein. Herzlich willkommen. Was stellst du dir vor, was da gleich passiert? Ich weiß nichts davon. Ich würde gerne mal mit dem Polizeiauto fahren. Ich möchte aber auf gar keinen Fall eingesperrt werden. Ja, muss ich aber auch mal besser benehmen. Seit wann sind Sie bei der Polizei? Ich bin 1982 in die Polizei eingetreten. Das sind jetzt schon 28 Jahre. Wollten Sie schon immer Polizist werden? Das war mein dringlichster Wunsch gewesen. Mein Vater war auch schon Polizist. Und daher mein Berufswunsch, die Nummer 1. Ist die Ausbildung eigentlich schwer? Es wird sehr viel abverlangt. Und nicht nur im theoretischen Wissen, sondern auch um die Dinge von körperlicher Fitness, von Einsatztrainingslagen, von Selbstverteidigung und so weiter. Wie viele Zellen haben Sie hier? Wir haben 3 Stück davon. Und wir können nachher mal nach unten gehen. Und dann dürft ihr euch die mal anschauen, wie das in Natura tatsächlich aussieht. Wie schnell kann man mit dem Polizeiauto eigentlich fahren? Mit einem Polizeiauto darf man nur so schnell fahren, wie die Polizei es erlaubt. Welche Aufgaben hat die Kripo? Die Kripo, die hier im Hause ist, die ermittelt und verfolgt die richtig schlimmen Verbrecher. Wir liefern der Kripo die Burschen an und die verarbeiten sie letztendlich und bringen sie mitunter auch sogar ins Gefängnis. Was war bisher der schlimmste Fall in Neustadt? Ihr habt ja von dem großen Feuer gehört, der oben an der Fußgängerzone war, wo das große alte Hotel abgebrannt ist. Und das war ein sehr, sehr schwieriger Einsatz, nicht nur für die Feuerwehr, die hier Großartiges geleistet haben, sondern auch für uns Polizisten, weil wir weiträumig absperren mussten und gucken mussten, ob keine anderen Personen in Gefahr sind. Das war mein schwierigster Fall hier in den letzten Tagen. Nico, ja. Du bist der Verbrecher. Jonas, du bist der Polizist. Polizisten haben Handschellen. So. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Mensch, ich mach sogar mit. Aber wenn ich das so mache, dann wäre meine Hand eingedrückt. Und jetzt kann Hilfspolizist Jonas, mal versuchen, die wieder zu öffnen. Bitte. Jonas, bitte. Erste Hand frei. Danke. Danke, meine Herren. Das war die erste Lektion. Und hier, liebe Kamera, ist unser Verlies. Und hier ist leider Ende mit Filmaufnahmen. Und war das so ein bisschen abschreckend, als ihr die Zellen gesehen habt? Ja, ich habe mich total erschrocken, als dieser Riegel da zuging. Und so ganz gerne möchtet ihr da drin wohl mal nicht eine Nacht verbringen, oder? Nein, danke. Hier befinden wir uns auf dem Garagenplatz von der Polizeistation. Und wie ihr seht ihr dort die Autos der Kriminalpolizei. Und eingeschlossen seht ihr noch einen Teil unserer Streifenwagen. Meine Herren, hier sehen Sie die Sonderedition VW Passat in Polizeiausrüstung. Sieht ja ganz schön schick aus. Wir haben dort 2 rote Tasten oben. Kannst du auf die linke rote Taste noch aufdrücken? Und was haben wir oben auf dem Dach zu sehen? Aha! Die Einsatzfahrt kann losgehen. Oh,
Hoffentlich fährt der Jonas gleich nicht weg. Alle anderen dürfen beim Autofahren nicht mit ihrem Handy telefonieren. Ja. Wir müssen das sogar. Jeder Verkehrsteilnehmer braucht so eine Warnweste in seinem Auto, aber ohne den Aufschuss Polizei. Und wir haben es natürlich mit. Ganz klar. Das ist die Box für unseren Diensthund. Wo ist er denn? Der hat heute Dienstfahrt. Der war gestern im Dienst und der hat morgen wieder Dienst. Dann freut es mich, mit euch ein kleines Interview gemacht zu haben. Ja. Bedanke mich. Ja, ich und wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Interviews, die ihr noch machen wollt. Dankeschön auch. Also, wie fandest du das eigentlich? Toll. Ja, ich glaube, ich fand es auch sehr spannend. Aber was ich schade fand, dass wir nicht mit dem Polizeiauto fahren konnten. Ja, ich fand aber auch noch toll, dass mit den Handschellen. Ja, die haben richtig schön gedrückt. Ich wünsche den Leuten in Haiti alles Gute, dass dieses Land bald auch wieder aufgebaut wird. Genau. Nächste Folge sind wir bei Pidi Jansen. Mal sehen, was sie uns so zu erzählen hat. Tschüss. Tschüss.